Hallo und herzlich willkommen. Ja, ging mal recht flott. Heute mal wieder ein Unboxing-Video. Und zwar kam heute ein schönes kleines Paket an. Das zeigen wir euch mal hier. No, das sieht sehr romantisch aus. Und wir wollen euch mal zeigen, was wir dort Schönes drin haben. Wollen wir anfangen, Selina? Ja. Ja? Wollen wir mal gucken, was da Schönes, Geiles drin ist? Ja. Ja. Ja, okay, gut. Dann geht's mal los, ja? So, Leute, dann geht's mal los. Ne? Wie gesagt, hier ist das schöne Paket. Ne? Es sind beide Aufkleber drauf. Was heißt, dass ne, 1.4S und 1.4G Artikel drin sind. Ja, und mal den Dolch, ne? Und schneiden wir das Ganze auf, ne, Celine? Ja, Papa. Ja. Ist denn auch ein Aufkleber? Na, wir werden mal gucken, ne, was da drin ist, ne? Okay. Oh ja, es ist schwer. Jawohl, was haben wir denn da schon mal schön? Knallfolie. Oh. Guck dir das mal an, was wir hier Schönes drin haben. Oh, ich dreh durch. Guck mal, Selina. Was sollen wir damit? Das dient zum Schutz. So, Selina, komm. Hier führen wir mal das Erste. Das sieht aus wie ein Gratisartikel. Nee, doch nicht. Das ist die Nova-Fontäne von Blackbox. Sehr schön. Das ist die Nummer 4. So, wir kicken mal, was die NEM hat. Schon 49,5 Gramm NEM. Renndauer 20 Sekunden. Blackbox, na Nietzsche, Mensch, du, das wird doch bestimmt richtig schön, ne? Mhm. Das hat ein 30er Kaliber, die Fontäne. Also das wird bestimmt richtig schnell werden. Jawohl. So, die stellen wir mal gleich beiseite, ja? So, dann nehmen wir mal das nächste, ja, Selina? Oh, sind doch kleiner als ich dachte. Sind die Luna Fontänenkegel, die Nummer 1. Ja, sehr schick. Und ja, 40,5 Gramm, 40 Sekunden Brenndauer. Für das kleine Ding, ne? Gar nicht mal so schlecht, ne? Oder? Ja. Okay, dann gucken wir mal weiter, ne? Eine. Das ist die Nummer 2 von Blackbox Luna Kegel hier. Auch ebenfalls 40,5 Gramm NEM. Ja. Sehr schön. Da bin ich ja mal gespannt, ne? Fähnchen? Noch eine. Noch eine? Ja. Das ist die Nummer 3. Luna Fontänenkegel von Blackbox. Ja, sehr schön. Jedenfalls auch. Ne, der hat sogar mehr. Der hat 60,5 Gramm drin. 25 Sekunden. Na Mensch. Ja, nicht schlecht. Hier sind noch zwei. Ja, dann machen wir raus. Hau mal raus, beide. So, warte mal. Das ist die Nummer 4 von Themenkegel von Blackbox. Und hat 60,5 Gramm, 30 Sekunden. Ja, sehr schön. Und das hat gepuppert. Und die Nummer 5. Sehr schön. Na, Fokus, 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 ja, 60,5 Gramm. Sehr schön. So, weiter geht's, Linchen. Okay, dann nehmen wir das nächste raus, ja? Guck mal, das ist ein
Ein Reißbrett für Reibkopfknaller. Zwei. Das ist gratis. Damit kann man anreißen, weißt du? Okay, das packen wir mal hin, ne? So, Linche, was haben wir denn noch Schönes? Von Funke. Die Octoplosäule. Mensches Kinder. Eine Neuheit von diesem Jahr. Selina, was sagst du dazu? Das ist wirklich gut, ne? Oder? Ja. Das ist wirklich sexy. Hat 30 Gramm. Ja, sehr schön. Wir machen die mal auf, wa? Ja. Da können wir doch mal gleich mal kicken. Bestimmt sind das wieder die kleinen Dinger. Die kleinen, nee, guck mal, die sind ganz schön groß. Hoho. Die sind wirklich groß hier, die Teile. Und wirklich knüppelhart. Also, krass. Echt geil. Muss ich ja sagen. Viele ich. Zweimal. Zweimal das Ganze. Ja, sehr schön. Ja, auf jeden Fall richtig schön groß, die Teile. Richtig sexy. Ne, Selina? Ja. Muss man ja mal sagen. Also 10 Gramm NEM eines. Das sind diese 8 Stufenheuler. Mit Crackling-Aufstoß. Bin ich richtig gespannt, die mal live zu testen. Du auch, Linchen? Ja. So, und wie Linchen schon sagte, das Ganze haben wir zweimal. So, das packen wir mal dahin. Und dann gucken wir mal weiter, ne? Oh, von die Blasio Elio, die Cobra 3 R. Ja, ich kann das auch mal mein eigen nennen. Ne? So, eine Gesamt-NDM von 12 Gramm und pro Stück 4 Gramm. Na Mensch, wir gucken mal rein, wie die so aussehen. Ja, Celine? Ja. Wollen wir mal kicken? Upp. Wir kicken uns die mal an, wa? Mhm. Oh, 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 oh. Ui, ui, ui. Also die sind ja wirklich sehr schön verarbeitet. Das sieht aus wie in Polen, die Koferteile, eine Reibkopffläche, wie man sehen kann. Hier, das sind die Cobra 3R, 4 Gramm NEM. Und deswegen bestimmt das Reißbrett gratis drin, Valentin. Was sagst du dazu? Findest du sexy? Ja. Ja? Packst du die hin, kleine gierige Maus? So, wollen wir weiter? Oh, das ist die Yes-Fontäne von Jorge. Fühlt sich ein bisschen leicht an, aber das Video sah sehr vielversprechend aus und hat 180 Gramm NEM. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Gibt es denn auch einen No? Ich weiß es nicht. Weißt du das, Selina? Nee, ne? Gut, stellst du die hin? Dahinter. Ah, okay. Guti, bitteschön. Was haben wir denn da Kleines da? Das da, guck mal. Was ist das denn Schönes? Aha. Fantasia? Lass mal klingeln. Fantasia. Eine Fontäne von Jorge. Sehr schön. Ja, 29 Gramm NDM. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, das werden wir alle schön mal zünden, ne, Mäusi? So, was haben wir denn noch Schönes? Nochmal einmal. Oh, hier sind auch nochmal die Cobra. Die Black Cobra. 50 Stück an der Zahl. Ebenfalls mit Reibkopf.
pro Stück 1,5 NEM. Ja. Italienische Power. Ja, Cobra, Black Cobra. Selina, da muss ich auch mal reingucken. Was hältst du davon? Ja. Wollen wir da auch mal reingucken? Das ist aber rot. Die sind bestimmt rot. Genau. Wir gucken mal rein, ja? Knüppelhart und groß. Meinst du? Ja, die sehen auf jeden Fall sehr sexy aus. Und rot. Und rot, genau. Black Cobra. Ja. Wunderbar. Ich leg den mal hier hin in den Fokus. Ja, das sieht wirklich schnäschig aus, ne, Celina? Ja. Da sieht man 1,5 Gramm NEM. Das ist eine Neuheit. Ich habe mal ein Video gesehen von Röder, die sahen wirklich ganz gut aus. Die Reibkopffläche, wie ihr sehen könnt, wirklich astrein. Super verarbeitet, knüppelhart die Teile. Also, Mensch, du. Was? Hat du einen Toffel gehabt? Nee. Die pubert hier rum, die Kleine. Ja, auf jeden Fall 50 Stück drin. Sehr sexy. Und die werde ich mir auf jeden Fall schmecken lassen. Ein ganz schönes Gewicht, die Packung. Ja, Leute, das wird rund gehen. Das sage ich euch. So, Linchen, was haben wir noch Schönes? Ah, Wonderwuzzi. 40 Sekunden Fontänebatterie von Weco. Ja, ist eine Neuheit. Sehr schön. Ich fand das Video nicht schlecht, also ich dachte mal, die kaufst du auch mal, weil ich ja so sowieso auf Leuchtfeuerwerk stehe. Ne? Hat eine NEM von 50 Gramm, wie ihr sehen könnt. Und ja, ist federleicht, muss ich sagen, federleicht das Teil. Ja, von der Wuzzi-Fontäne von Weco. Hihi, da Figurinchen, legst du das hin? Zeig mal, da waren noch Bilder drauf, ne? Ja, so sieht das Ganze denn aus. Na, wunderbar. Guti, okay. Was haben wir noch Schönes? Das sind zwei Batterien, wa? Papa. Ja? Ich habe mal gesehen, als Oma mit mir hier lang gerade ausspaziert ist und dann abgebogen ist, gab es im Markt, da gab es so eine Riesendicke, so groß. Mhm. Und hat gekostet 75 Euro. Oh, na ja. Siehst du, und knallt richtig hoch. Ja, meinst du? Aber jetzt gibt's die nicht mehr. Jetzt gibt's die nicht mehr, das stimmt. Ausverkauf. Aber bald, weil nächste Woche ist Feuerwerksverkauf. Hm. Da gehen wir doch beide gehen, oder was? Gut, die machen wir weiter. So, was haben wir hier Schönes? Eine schöne Pyromax Batterie, und zwar die Panzer. Genau, 36 Schuss, 30 Meter Höhe, 20er Kaliber. Ja, hat ein schönes Gewicht an sich. So, das ist ja hier utländisch. Wir sind ja Deutsche, ne? Wir nehmen dann die Seite hier. So, Kategorie F2, ne? Ihr seht, und die NEM, irgendwo war die hier, und zwar hier unten, hat 255,6 Gramm. Das Video fand ich sehr schön, könnt ihr euch ja mal angucken auf YouTube. Ich werde die auf jeden Fall bald testen, wenn es soweit ist. Ja, Panzer Pyromax, sehr schön. So, Lieschen, was haben wir noch da Schönes? Noch eine Pyromax, und zwar die Magic, 16 Schuss, 30 Meter Höhe, ebenfalls ein 20er Kaliber. Ja, hat eine NEM von 120 Gramm, sehr schön. Ja, sieht schon mal super aus, oder? Ja, Pyromax Magic. Ja, ich glaube, Liedchen ist jetzt auf Toilette. Ich musste pupern, so viel. Ja, ich sag dann schon mal, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Konntet mal wieder ein paar schöne Artikel sehen.
Und ja, war ebenfalls von PyroWeb. Ne? Ich hatte da einen Gutschein gewonnen gehabt und davon habe ich mir das mal geholt hier. Ja. Für gratis, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Und kommt ja noch einiges jetzt. Und bis dahin sage ich mal Filet und à la Filet. Ach, ihr wollt noch eine Gesamtübersicht, ja? Okay, dann mache ich das noch. So, das kleine Pyrenichen ist wieder da und hat mir schnell beim Aufbau geholfen hier. So, das ist hier nochmal die Gesamtübersicht. Ne, wie ihr seht. Ne, schön mit den Cobras. Ja, die Nova Fontaine von Blackbox. Fantasia von Jorge, die Yes von Jorge. Die Octoplus Heuler von Funke. Ne, richtig schöne Teile. Wonderwutzi. Und hier schön die Blackbox Vulkan Kegel, Feuerkegel oder wie auch immer. Von 1 bis 5 und das Reißbrett. Jedenfalls die Pyromax Batterien, Panzer und Magics. Ja, Celina. Wolltest du noch was sagen? Bis zum nächsten Mal oder was? Ja, wa? Ja. Na. Okay, ne? So, Pyros, dann haut mal rein. Bis zum nächsten Mal, ne? Ja. Okay, und tschüss.